So, lieber Stream, willkommen zum AK4. Wir sind heute nicht so viele. Wir haben festgestellt, dass die anderen nicht fehlen, weil sie keine Lust haben, sondern weil wir die alle weggeschickt haben zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen wie Unterausschuss Klimaschutz, LEP-Veranstaltung. Ich glaube, in Duisburg ist sie, ne? Nee, die ist in Düsseldorf. Egal. LEP-Veranstaltung sind wir hier und werden ganz kurz mal schauen, was anliegt. Wir gehen die Redeliste durch für das Plenum. Haben gesehen, Tierschutzseuchengesetz ist nur eine Einbringung der Landesregierung. Zur Maut wird es noch einen Entschließungsantrag geben. Der Entschließungsantrag steht zwar auf der Webseite, aber der wird nochmal ordentlich aktualisiert, denn es gibt ja neue Erkenntnisse sozusagen. Es gibt ganz viele Entwicklungen, vor allem das, was Herrn Schäuble jetzt zugeschrieben wird. Und damit haben wir den aktuellsten Antrag, wenn wir einen Entschließungsantrag bringen. Die anderen haben jeweils einen echten Antrag sozusagen eingebracht, wobei der von Rot-Grün auch nicht weiter der Rede wert ist. Und auf die Rede freue ich mich. Es sind 8 Minuten. Stefan Fricke ist auch gar nicht da, deshalb teile ich nicht mit ihm die Rede. Dann haben wir, mal gucken. Haben wir wirklich nicht so wirklich viel. Digitale Agenda ist noch dann irgendwann drin. Das ist ja natürlich unser Antrag. Echt, hat unser AK keine Reden? Nichts zum Verbraucher und Klima sonst? Interessant. Achso, Bauen mit Holz gab es noch, das übernehme ich. Weil Bauordnung. Es geht darum, dass Bauen mit Holz in Deutschland sehr schwierig ist. Also man darf auch nicht über 2 Stockwerke bauen und sowas. Und in anderen Ländern ist das alles kein Problem. Und Holz ist nicht jetzt gleich irgendwie keine Wärmedämmung oder sowas. Man stellt sich vielleicht ein Blockhaus vor, wo es immer kalt ist. Oder solche ganz dünnen Holzhütten. Sondern es gibt sehr, sehr gut klimatisierte, also Holzhäuser sind eigentlich, Holz ist eigentlich ein sehr, sehr toller Werkstoff. Die CDU hat einen entsprechenden Antrag gestellt, um die Bauordnung zu aktualisieren, kommt damit wahrscheinlich einfach nur irgendwie eine Aktualisierung zuvor, aber okay, es ist ein ordentlicher Antrag. Es ist eigentlich sinnvoll. Das wäre das Wichtige heute. Ansonsten liegt noch irgendwas vor, Entschließungsanträge oder andere Plenaranträge, über die wir vielleicht noch sprechen müssten. Auch noch irgendwas? Ich wollte ja gerne mit den Energieleuten generell nochmal über Elektromobilität sprechen, aber das machen wir am besten in Keil. Genau, wenn Kai und Stefan dabei sind, die beide gerade außer Haus. Und kann noch kurz von der Enquete-Kommission ÖPNV berichten. Wir noch nicht einen Haken hintergemacht haben, ob es sie am 1.11. oder 1.12. anfängt. Ich werde da versuchen, den Grumpy nochmal zu erwischen, um zu gucken, dass wir das dann eintüten können. Wir werden auf jeden Fall zum 1.11. den Referenten einstellen. Die Bewerbung läuft und läuft noch diese Woche. Ihr könnt euch also auch noch diese Woche als Referenten bewerben. Es wird außerdem noch natürlich eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter geben, die dann halbtags angestellt sind. Und ich habe außer mit der CDU, mit allen Fraktionen auf thematischer Basis schon gesprochen. Also ich habe mit denen geredet, die die Rede gehalten haben oder denen, die und manchmal noch zusätzlich mit Leuten, die auch schon wissen, dass sie in die Enquete entsendet werden. Und da gab es manchmal durchaus überraschend positiv
inhaltliche Gespräche. Und Stichwort 1, auch mit denen, die die Enquete sehr stark ablehnen offiziell, wie die SPD, konnte ich sehr schöne lange Gespräche führen. Und Stichwort 2, ich glaube, wir werden das ganz große Fass bei der Enquete aufmachen können und über die Sinnhaftigkeit der aktuellen Struktur in NRW reden, beziehungsweise diese in Frage stellen und ein Szenario ohne diese stark verzweigte und in verschiedenste Zweckverbände aufgeteilte Struktur, auch die Gelder fließen ja dann an diesen Strukturen entlang, sprechen können. Und ja, da gab es schon so Aussagen wie, ja, da müssen wir die alle mal einladen und vor dem Hintergrund, wir sprechen jetzt mal über eine Landeseisenbahngesellschaft, was bedeutet alles zentralisieren, das wäre jetzt ein Gegenmodell, könnten wir die mal in ihren eigenen Saft braten lassen, ja. Alles sehr schön. Ich merke da, dass da so eine gewisse Begeisterung an dem Thema doch überall herrscht. Ja, ich hätte ansonsten nichts Großes vom Ausschuss, könnte ich sagen. Also könnte ich jetzt die Themen vorlesen, aber es war jetzt, das Spannendste war tatsächlich glatt, dass man auch dort über die Maut kurz gesprochen hat. Und ja gut, wir haben überhaupt über Infrastrukturfinanzierung mehrmals gesprochen. Aber wirklich was Neues kann ich aus dem Ausschuss nicht erzählen. Vielleicht gibt es ein paar schöne Zitate, die ich nachher aus dem Protokoll ziehe. Aus dem letzten Ausschussprotokoll konnte ich zum Thema Bürgerbeteiligung und verkürzte Klageverfahren einige Zitate rausziehen, die ich es wert fand zu veröffentlichen. Die habe ich dann einfach mal in einen Blog gestellt. Ansonsten gibt es von euch noch was zu berichten, was wir wissen sollten hier und was vielleicht möglicherweise unser Stream wissen sollte. Ja, eine Sache, wir hätten eigentlich im letzten Umweltausschuss die Delfinarien, auch als Tagesordnungspunkt gehabt. Ich habe jetzt die Gelegenheit, gemeinsam mit der FDP Einblick zu bekommen beim Lahnhof in die Akten zum Delfinarium in Duisburg. Das wird nächsten Montag stattfinden, deshalb werde ich dann, nächsten Montag ist ja sowieso nicht unser AK, das beim Lahnhof in Recklinghausen, und dementsprechend haben wir den Tagesordnungspunkt nochmal geschoben, weil das natürlich auch nochmal wichtige Informationen sind, die sicherlich nichts an meiner Einstellung zu Delfinarien ändern werden, aber ich finde das gut, dass wir die Gelegenheit bekommen, da Akteneinsicht zu haben. Dazu hätte ich die Frage, wer hat diese Akteneinsicht bewirken können? Das kam von der FDP. Und ich wurde dann gefragt, ob ich Interesse hätte, auch daran an dem Termin teilzunehmen. Dann, Christoph, falls du noch was zu uns von uns hast. Nein? Du hast dich gemeldet. Okay. Haben wir sonst, ja, danke für den Kurzbericht, haben wir sonst irgendwas, was wir wissen müssen? Ansonsten, ja, machen wir ein schönes Plenum. Fangen am Mittwoch erstmal schön an. Gut, dann sind wir durch. Ich warte mal, ich gucke mal einmal ganz kurz, wenn wir schon hier sind, auf den Termin vom nächsten Mal. Findet der denn normal statt? Wir haben heute den 8. Der 22. Das sieht bei mir gut aus. Ja, alles gut. Machen wir das so. Danke euch. Schöne Mittagspause. Ende der Durchsage. Oh.